Absolut. Brauche unbedingt einen Fußball bzw. einen Rage-Talk bezüglich der Champions League diese Woche, bezüglich des City-Spiels und der Sache mit den Frankfurt-Fans in Neapel. Was ich auf Twitter lese, darüber so geistkrank, dass Menschen eine Verwüstung in einer Stadt rechtfertigen. Okay, wir gehen rein. Wer gestern Sport 1 Fan-Talk geguckt hat, wo wir darüber auch diskutiert haben, der weiß jetzt schon meine Meinung, aber ich wiederhole es gerne für euch. Wir machen es nochmal. Und ich sage jetzt, versuch ungefähr das wiederzugeben, was ich gestern gesagt habe. Ich fange mal mit der Champions League an sich an. Mit Manchester City und Co. Weil die gestern in der Diskussion schon wieder so durchgekommen ist. Und wir wissen ja immer, wie es ist. Was ist der Bundesliga Goes International Zyklus, den wir alle Jahre wieder durchleben, zumindest in der Champions League. Wir starten mit vier Mannschaften rein. Von denen kommen so drei durch die Gruppenphase. Dieses Jahr vier, ne? Wir sind mit fünf reingestartet. Drei kommen durch die Gruppenphase und wir alle so, oah, die Bundesliga. Und im Achtelfinale kommen meistens nur die Bayern weiter und dann alle so, ja, sind wir doch eine Farmers League. Lass mich da kurz was zu sagen, weil ich finde diese Diskussion sehr ermüdend. Und ich finde die auch dieses Jahr sehr ermüdend, weil ich lasse mir meine Bundesliga nicht kaputt reden. Ohne Scheiß. Ich habe da schon mal drüber gesprochen. Aber wie wir selber als Deutsche auf unsere eigene Liga herabgucken und die anspucken, kann ich nicht nachvollziehen. Wir gehen einfach mal durch, gegen was deutsche Mannschaften jetzt im Achtelfinale gespielt haben. Bayern München hat gegen den amtierenden französischen Meister, gegen PSG gespielt, die in der Spitze mit Mbappé und Messi die beiden besten Spieler der WM hatten. Frankfurt hat gegen den werdenden Meister in Italien gespielt, die gerade wahrscheinlich mit Kvaratskhelia und Osimhen zwei der besten fünf Offensivspieler der Welt in der Spitze vorne drin haben. Von der aktuellen Form. Ohne zu übertreiben. SSC Neapel aktuell wahrscheinlich Top 3 Mannschaften der Welt in der aktuellen Form. Was die da in Italien machen, wie die da drüber sägen, wie die Frankfurt zersägt haben, wow. Du hast mit Borussia Dortmund eine Mannschaft, die gegen Chelsea gespielt hat, die zwar in der Liga absolute Eier am Lecken sind, aber so gefühlt 1 Milliarde ausgegeben haben in den letzten 4 Wochen. Und dann hat RB Leipzig gegen Manchester City gespielt, die Premier League seit 10 Jahren gefühlt zu einer Farmers League machen, weil Guardiola da jedes Jahr mit denen gefühlt 90 Punkte holt. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich Arsenal, GGs, finde ich nice. Aber da ist jetzt meine ernst gemeinte Frage. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr? Wir sind ausgeschieden, wir haben übertrieben harte Lose bekommen. Sollen wir jetzt auf die Serie A schauen und sagen, boah, na, Serie A ist alles besser, weil die drei Mannschaften im Viertelfinale haben und sich da irgendwie durchschimmeln? Oder in der Serie A sind die Stadien teilweise komplett leer, die Ultras gehen nicht mehr in die Stadien. Mit Juventus Turin hat der größte Verein 15 Punkte Abzug bekommen wegen einem Korruptions- und Betrugsskandal. Was wollt ihr denn, Alter? Darauf seid ihr neidisch? Wollt ihr in die Premier League gucken? Wollt ihr Vereine haben, wo die Mannschaft sich 2 Minuten nach Abpfiff verpisst, wo absolut tote Hose in den Stadien ist, wo einfach kein Verein mehr eine Seele hat und die Verantwortlichen pro Transferfenster 300 Millionen ausgeben? Seid ihr darauf neidisch? Wollt ihr ein spanischer Verein sein, wo die Vereine teilweise, jetzt muss ich es nochmal aufmachen, das Thema, Barcelona, auch ihre komplette Seele verkaufen, ihre Anteile verkaufen für die nächsten Jahre? Und dann, wollt ihr das haben? Wollt ihr haben, dass wir wie heißt es? Wollt ihr das haben, dass wir mit Fernsehgeldern mehr Kohle machen? Es wird ja immer gesagt, die bösen, 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 bösen Fernsehgelder, weil die in England bekommen so viel. Wollt ihr das haben? Okay, wir machen wie in England. Wir machen wie in England. Aber dann möchte ich mal einen deutschen Fußballfan hören, der sagt, boah, ich habe richtig Bock auf eine Spieltagsaufteilung. Freitag 17 Uhr erstes Spiel, Freitag 20 Uhr zweites Spiel, Samstag 13 Uhr erstes Spiel, 15 Uhr zweites Spiel, 17 Uhr drittes Spiel und so weiter und so fort. Bundesliga-Konferenz gibt es nämlich mit dem System nicht mehr. Und wollt ihr mir jetzt erzählen, darauf habt ihr Bock? Hört auf, meine geliebte Bundesliga so schlecht zu reden. Junge, wir stellen 5 Mannschaften in der Champions League Gruppenphase dieses Jahr. Wir haben mit Bayern München einen der größten Vereine der Welt. Wir haben mit Borussia Dortmund eine der besten Jugendakademien der Welt. Wir haben mit Eintracht Frankfurt den aktiven, aktuellen Europa-League-Sieger. Also geht euch verdammt noch. Weil unsere Mannschaften sind finanziell gesund und wenn du das hässliche Brüderchen von RB Leipzig aus dieser Erzählung rausnimmst, dann hast du auch geile Traditionsvereine, die irgendwas mit sich bringen. Wollt ihr das wirklich haben? Dann geht mal rein in die englischen Stadien. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal die englischen Stadien an. Also, keine Ahnung. Weil ich weiß nicht, was wir ändern sollen. Wenn wir nach England gucken, sogar Kidrop schreibt's rein, Kuss. Wenn wir nach England gucken, ja, okay, die kriegen da mehr Fernsehgelder, ist alles schön und gut, aber dann könnt ihr euch die Bundesliga Samstag 15.30 Uhr Konferenz komplett, könnt ihr euch an die Backe nageln. Ist vorbei. Wenn ihr Zustände in England haben wollt, wo Traditionsvereine wie Newcastle United von Staaten eingekauft werden und die Fans jubeln und sagen, jetzt sind wir rich kids, dann müsst ihr dahin gehen. Aber lasst meine verdammte Bundesliga in Ruhe, ohne Scheiß.
Also das mal zu dem Thema. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, und natürlich ist der Wettbewerb in der Bundesliga nicht auf dem gleichen Niveau in der Premier League, aber mein Punkt, den ich auch gestern bei Sport 1 die ganze Zeit gesagt habe, oder die Frage, die ich gestellt habe, zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Guckt ihr nach Spanien und seid neidisch? Ich bin's nicht. Guckt ihr nach Italien und seid neidisch? Ich bin's nicht. Guckt ihr nach Frankreich und seid neidisch? Ich bin's nicht. Guckt ihr nach England und seid neidisch? Okay, von der spielerischen Qualität, was da für Stars rumlaufen, okay. Aber bei allem anderen sag ich, lass meine Bundesliga in Ruhe, das ist einer der geilsten Wettbewerbe der Welt. Wenn ich mich entscheiden muss zwischen nur einer Mannschaft im Viertelfinale der Champions League, aber dafür hat unser Liga-Konstrukt noch so ein bisschen was wie eine Seele und Identität, dann sag ich, mein Gott, dann sind es halt am Ende die Bayern. Und, wie gesagt, es ist ja nicht so, als würden Jahr für Jahr immer alle deutschen Mannschaften in dem Achtelfinale rausfliegen. Ja? Es ist ja nicht so, dass immer alle im Achtelfinale rausfliegen und baden gehen, weil die sind. Junge, Teil der Wahrheit ist, dass einfach die Bundesligisten dieses Jahr krasse Lose bekommen haben. Oder gehen wir jetzt zu Liverpool hin und sagen, boah, seid ihr Scheiße, ihr seid gegen Real Madrid, dem Vorjahresgewinner, rausgeflogen? Hä? Ich sehe es nicht. Da muss ich ja als Schalker sogar die Dortmunder in Schutz nehmen. Natürlich, ja, Chelsea ist jetzt nicht aktuell gut in Form, die sind 10. oder 11. in der Premier League. Aber die haben im Winter für 400 Millionen Euro neue Spieler ausgegeben, um ihre eklatanten Schwächen irgendwie zu kaschieren. Borussia Dortmund hat für 6 Millionen Euro Riasson geholt. Das ist halt der Unterschied. Ob man dann, und ob man dann 7-0 in Manchester verlieren muss, I don't know, hat meine Mannschaft vor 4 Jahren auch gemacht. Ich war live im Stadion. Gibt's sogar einen Stadionvlog von. Nein, aber ob man da dann 7-0 rutschen gehen muss und sich in der zweiten Halbzeit so ergeben muss, ja, natürlich nicht. Muss Frankfurt 5-0 gegen Neapel in Addition rausfliegen? Wahrscheinlich auch nicht. Wobei ich da sage, ey, wollen wir jetzt den Frankfurtern vorwerfen, dass die es im Second Leg ohne Kolomoani versucht haben? Ich finde, man muss immer so ein bisschen das Große und Ganze betrachten. Wenn ich mir die Vereine, die in der Champions League spielen, angucke, wenn ich zum Beispiel auf Deutschland gucke, gehe ich jetzt zu Eintracht Frankfurt hin und sage, boah, ihr seid gegen Neapel in Addition mit 5-0 rausgeflogen. Wie könnt ihr nur? Junge, die haben letztes Jahr, Anfang Mai, als das Europa-League-Finale noch nicht gespielt worden ist, die haben nicht mal damit gerechnet, überhaupt Champions League zu spielen. Die haben schon im Februar, März, haben die schon die ersten Transfers gemacht, wo die damit gerechnet haben, ja gut, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich gar nicht international oder wenn überhaupt Euroleague spielen, weil die auf Platz 11 in der Liga gefinisht sind. Mario Götze ist erst kurz nach dem Europa-League-Gewinn so final kontaktiert worden, weil der Mann Champions League spielen wollte. Sollen wir jetzt zu den Frankfurtern hingehen und sagen, hey, sag mal, wie könnt ihr es wagen, gegen eine über die Jahre zusammengewachsene homogene Truppe wie SSC Neapel in den Sollen wir jetzt zu denen hingehen und uns beschweren? Bei Neapel, die spielen seit Jahren konstant Champions League. Das ist eine Achse, die über Jahre zusammengewachsen ist. Junge, Eintracht Frankfurt hat vor 4 Jahren noch unter Niko Kovac, ich glaube 4 oder 5 Jahre, wann sind die Pokalsieger geworden? 2018, 2019? I don't know. Die haben unter dem absoluten Union Berlin Zerstörerfußball gespielt. Der Fußball von Eintracht Frankfurt war bis vor ungefähr 8 Monaten noch spiel den Ball auf Philipp Kostic, flank ihn rein und yalla. Und sollen wir denen jetzt vorwerfen, dass sie nicht mal eben kurz den italienischen Meister wegklatschen, ob es dann 5-0 sein muss? Okay, aber ich finde das immer sehr, 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 sehr einfach gesagt, ohne Scheiß. Ja? Also wenn wir jetzt nach Italien gucken, Inter Mailand hat sich mit einem 0-0 gegen Porto eine Runde weitergeschimmelt. Und der FC Porto hat, glaube ich, in den letzten 3 Minuten, habe ich einen Clip gesehen, irgendwie 18 Mal die Latte getroffen. Machen wir daran jetzt fest, dass wir in die Serie A gucken und sagen, boah, da ist alles so geil. Da ist alles so geil in Italien. Sehe ich halt nicht. Keine Ahnung. Ja, natürlich. Ich würde mir auch für die Bundesliga einen fairen, also einen spannenderen Wettbewerb wünschen. Ich würde mir den spannenderen Wettbewerb in der Bundesliga auch wünschen. Ich hätte gerne 1-2 Mannschaften neben dem FC Bayern München. Ich hätte da gerne 1-2 Mannschaften, die auch mit um den Titel in der Bundesliga spielen. Aber was wollen wir jetzt tun? Wollen wir jetzt zu den Bayern hingehen und die dafür bestrafen, dass die über 20, 30 Jahre nahezu perfekte Arbeit in Sachen Wirtschaft und sportlicher Qualität gemacht haben? Sollen wir zu denen hingehen und die bestrafen? Sollen wir sagen, FC Bayern München, einmal bitte jeder Mannschaft in der Bundesliga einen Topspieler gratis geben und am besten noch eine Geschenkkarte mit 10 Millionen netto da rein, weil wir müssen die Liga spannender machen? Sehe ich nicht. Sehe ich 0,0. Und wie gesagt, mir, und vielleicht liegt das daran, dass ich mit meinem Verein seit 4 Jahren gefühlt nur Scheiße fress, ja. Aber ich bin damit aufgewachsen. Mein Verein hat in der Champions League gespielt. Ja? Mein Verein hat auch mal in der Champions League ein Halbfinale gespielt. Da war ich sogar im Stadion. 2011. Grüße.
ein bisschen was her. Mein Verein hat auch mal Europa League gespielt. Aber mein Verein hat auch vor 7 Monaten, 8 Monaten, noch in der zweiten Liga auswärts bei Sandhausen und Rostock gespielt. Und wenn ich mir aussuchen muss, ob mein Verein eine Seele hat, richtige Fans hat, eine Identität hat und etwas an Werten, wofür er steht, aber dafür nicht im allerobersten Geschoss des internationalen Fußballs mitspielt, Bruder, dann nehme ich das an jedem scheiß Tag in der Woche. An jedem scheiß Tag in der Woche nehme ich den Bundesliga-Fußball mit den Bundesliga-Fans. Wir haben die geilsten Fans in ganz Europa, wo die Spieler, wo die Mannschaften, wo du das Gefühl hast, dass der Fußball noch für irgendetwas steht, wo die Fans ins Stadion gehen, die Mannschaft 90 Minuten anfeuern, wo du wirklich merkst, dass es da einfach um mehr geht, als einfach nur 22 Leute, die irgendwie versuchen, sich gegenseitig ein Tor reinzudrücken, dann nehme ich das an jedem scheiß Tag in der Woche. Ja, und dann haben die halt in der Premier League der Spieler für 300 Millionen rumlaufen. Und deren Stadion ist 2 Minuten nach Abpfiff trotzdem komplett leer. Manchester City ist wirklich einer der erbärmlichsten Vereine, die es gibt. Ich habe das ja jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich habe euch ja gesagt, ich war vor 4 Jahren da im Stadion. Überlegt ihr das mal. Szenario für euch. Ja? Dein Team spielt in der Champions League K.O.-Runde im Hinspiel 1:1 auswärts. Ja? Du hast das zweite Spiel zu Hause, Rückspiel. Fegst die 7:0 weg. Und dein Stürmer, den du im Sommer für viel Geld eingekauft hast, dein Stürmer, dein bester Spieler, macht einen historischen Fünferpack in der Champions League. Gab es bis jetzt nur 2 Mal vorher im internationalen Fußball. Und es gibt Leute, die gehen in der 75. Minute, damit sie 2 Minuten früher zu Hause sind. Das ist englischer Fußball. Und jetzt sagt mir, ob ihr das haben wollt. Übrigens, der gleiche Verein wird aktuell von der eigenen Liga angeklagt, weil die angeblich irgendwelche Gehälter vorbei am System gezahlt haben. Wollt ihr das haben? Wollt ihr das haben? Dann geht da alle hin. Geht zu Manchester City. Digga, dann lauf ich lieber mit einem Kenan Karaman, Simon Terodde, Polter und Michi Frei vorne im Sturm rum und hab lebendigen Fußball, der für irgendetwas steht. Okay, lass mich noch kurz einmal über Geschichte mit Neapel und Frankfurt sprechen, okay? Was gestern in Neapel passiert ist, ist so dumm und so traurig, dass ich da keine Worte für hab. Mal ohne Flachs. Ich habe ja sowieso, ich sage euch das so, wie es ist. Ich weiß, es gibt viele Social-Media-Ultras, ja, die in ihrem eigenen Leben noch nie eine Stadionkurve von innen gesehen haben, aber immer so schreiben und twittern, als wären die irgendwie, weiß ich nicht, Vorstandsvorsitzender der Ultras. Aber ich persönlich, ja, ich bin Fußballfan. Ich halte zu meinem Verein. Ich liebe meinen Verein. Okay, Spaß beiseite. Aber ich bin Fußballfan. Bis zu einem gewissen Grad kann ich diese ganzen Ultra-Gruppierungen und so, ich kann das voll verstehen. Und ich finde das auch übel geil. Aber es gibt auch super viele Ultra-Gruppierungen. Und wir brauchen jetzt nicht aufzählen. Es gibt einige, die sich für viel geiles Zeug einsetzen. Ja, für karikative Sachen. Wie die diese Choreos machen. Wie die ihre Vereine anfeuern und so weiter und so fort. Finde ich unfassbar. Aber, und das ist mein Punkt. Jemand, der Fußball, eine Sportart, als Ventil für körperliche Gewalt benutzt, ist einfach ein... Egal welcher Verein, gibt's auch bei Schalke, sind dumme Idioten für mich. Das gehört sich einfach nicht. Wie kann man denn auf die Idee kommen, in eine Stadt zu gehen und da die komplette Stadt zu verwüsten? 10 von 10 erbärmlich, wirklich wie die Tiere. Ich kann das nicht nachvollziehen. Vor allem, ja, nicht Ultras mit Hooligans verwechseln. All gut, ja, ich verstehe. Es waren größtenteils Hools aus Bergamo. Alles gut, alles gut. Aber wo kommen wir dahin, dass wir wegen Fußball eine Stadt verwüsten? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das wirklich, wirklich nicht nachvollziehen. Und eine Sache möchte ich nochmal dazu sagen. Und das finde ich 10 von 10 traurig. Weil dadurch, und wenn es nur 10 sind, ja, mir ist der Anteil scheißegal, ob das gestern 200, 2000 oder 20 Frankfurt-Fans waren. Es waren ja schon welche dabei. Oder Frankfurt-Hooligans. I don't know. Die haben sich ja irgendwie mit Bergamo-Leuten zusammengetroffen. Was die gemacht haben, ist so 10 von 10 dumm. Weil wisst ihr, wofür die gesorgt haben? Dass wir jetzt, wir Medien, wir alle Fans, in den nächsten Wochen nur über die bösen Frankfurt-Fans sprechen werden. Oh, wie scheiße die sind. Die Hooligans, die die ganze Stadt zerlegt haben. Ihr habt euch so krass ein Eigentor geschossen, weil über den eigentlichen Skandal, über den wird jetzt nicht mehr geredet. Und zwar das, eine Fußballmannschaft in der Champions League sagen kann, boah, wir haben ein K.O.-Spiel bei uns zu Hause. Unsere Stadt ist zu gefährlich. Sorry, wir können keine Auswärtsfans aufnehmen. Das ist der eigentliche Skandal. Darüber hätten wir reden können. Aber die Vollidioten, die sich da gedacht haben, wir zerlegen jetzt mal als Strafe deren ganze Stadt, das ist 10 von 10 dumm. 10 von 10 dumm.
ich sag's euch so, wie es ist. Ich hoffe, es passiert nicht. Aber Frankfurt wird sehr wahrscheinlich eine Strafe bekommen. Die werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten dann erstmal nicht mehr internationale Fans mitnehmen dürfen. Und das Schlimme ist, einer schreibt's in den Chat, Neapel und die Behörden, die werden sich jetzt hinstellen und sagen, ha, ey, wir haben's euch doch gesagt, guckt's euch an, die bösen Frankfurter, wir haben's euch doch gesagt, stellt mal vor, die wären jetzt sogar noch mit allen Mann hier angekommen. Dann wäre ja nicht nur Neapel in Schutt und Asche gelegt worden, sondern noch die drei Straßen, die nächsten drei Städte. Seid froh, dass wir den Stadionverbot gegeben haben, sonst wäre es noch krasser. Die werden sich jetzt komplett bestätigt fühlen. Und das kann eigentlich nicht sein. Digga, was kann man, sorry, SC Neapel, ne, mit den Behörden, alles, ist mir auch egal, wer da jetzt dran schuld ist, aber ich nehme das Wort jetzt so in den Mund. Wie, was für ein eierloser Verein muss man sein, wenn man in einem Champions League K.O.-Spiel so viel Angst hat, dass dein eigenes Stadion eingenommen wird, dass du sagst, nee, wir lassen die gar nicht erst rein. Dass du sagst, Leute mit einem deutschen Pass, vorbei. Unfassbar, ist das erbärmlich. Meiner Meinung nach, ohne Scheiß, wenn es nach mir geht, vorausgesetzt, dass die Frankfurt-Hooligans da nicht so eine machen und die ganze Stadt auseinandernehmen. Meiner Meinung nach, hätte ich in der UEFA irgendwas zu sagen, zwei Optionen. Option Nummer 1, du lässt die Auswärtsfans da rein und wenn du das nicht geschissen bekommst, dann trägst du die Strafen dafür, wenn sich da Leute verletzen, weil du bist der Gastgeber und du musst das geschissen bekommen und wenn 200 Polizisten nicht ausreichen, dann stell da 2000 hin an jeden Eingang, aber du bist dafür verantwortlich und wenn du sagst, nee, das kriegen wir nicht hin, dann darfst du in der Champions League kein Heimspiel austragen, hey, dann müsst ihr ein Spiel ausgeschlossen von den Zuschauern irgendwo am anderen Ende der Welt machen. Aber wenn du es nicht geschissen bekommst, dann go and f*** yourself, Digga. Das ist mein Punkt. Und dass darüber jetzt nicht berichtet wird, ist für mich traurig. Weil wo, wenn die da mit der Scheiße jetzt recht bekommen, wo kommen wir da hin? Was machen wir denn als nächstes? Ey, nächste Saison? Dortmund spielt zu Hause gegen Schalke? Ja, nee. Ey, die Schalke-Fans, ne? Nee, die lassen wir heute nicht rein. Also wenn ihr nicht Geburtsort Dortmund Signal Iduna Park habt, wenn ihr das bei euch nicht auf dem Pass steht, dann dürft ihr heute nicht ins Stadion. Ohne Auswärtsfans. Machen wir nicht. Ist zu gefährlich. Da kommen wir dann hin, oder was? Da sollen wir hin? Meisterschaftskampf Bayern und Dortmund. Punktgleich 1. April. Die spielen in München. München sagt, ja, nee. Ist zu gefährlich. Sorry, Dortmunder. Sorry. Unfucking fassbar. Unfucking fassbar. Ich bin bei euch und ich gebe euch sogar recht. Ich finde, dass Neapel und die Behörden mit ihrem Verhalten die ganze Situation nochmal 20 Mal schlimmer gemacht haben, das viel verstärkt haben, ne? Ist meine Meinung. Das wäre niemals so eskaliert, hätten die einfach gesagt, erhöhtes Sicherheitspersonal, wir gucken, dass da alles sicher abläuft, aber wir lassen Gästefans rein, bin ich bei euch. Aber Gewalt und Vandalismus ist für mich nie eine Option und nie eine Lösung. Und das können und dürfen wir weder tolerieren noch rechtfertigen. Weil das, was da gestern passiert ist, ist eine Schande für deutsche Fanszene und deutsche Fankultur. Und das hat mit Fußball, das hat mit Fankultur nichts zu tun. 0,0. Fankultur ist, Bruder, und ich hoffe, wir sehen es nochmal, wenn Frankfurt mit 25.000 positiv Bekloppten nach Barcelona fährt und deren scheiß Stadion einnimmt und auf einmal die Hälfte vom Camp Nou komplett in weiß ist. Das ist Fankultur, das ist geil, das wollen wir sehen. Aber so ein will ich nicht nochmal sehen.